Ich zeige dir heute auf der E-Gitarre den Song Bohemian Like You von den Dandy Warhols. Dieser Song ist ganz speziell, weil er ein ganz besonderes Tuning verwendet. Die Gitarre ist nicht normal gestimmt und wir haben es hier mit einem Open G Tuning zu tun. Ich habe auf meinem Kanal ein Video dazu gemacht, wie du das einstellst, wie du die Gitarre stimmen musst. Ich erkläre es hier noch einmal ganz schnell. Die E-Saite bleibt unberührt, die A-Saite wird zur G-Saite und die hohe E-Saite wird zur D-Saite. Der Rest bleibt wie er ist und das ermöglicht uns eben ganz bestimmte Akkorde ziemlich einfach auf der Gitarre zu greifen. Und jetzt geht's los. Und ich möchte dir erstmal das Hauptriff zeigen von dem Song, weil das ist eigentlich schon die halbe Miete. Danach gibt es noch ein paar Sachen, die du lernen kannst. Es dreht sich aber in dem ganzen Song immer um die gleichen vier Akkorde. Und folgendes musst du machen. Du startest mit einem plattgelegten Zeigefinger über fünf Saiten im vierten Bund. Die E-Saite brauchst du hier erstmal nicht. Das heißt, so muss das erstmal klingen. Das ist jetzt ein wunderschöner H-Dur-Akkord. Nur eben jetzt mit diesem besonderen Tuning hier gegriffen. Schlägst du runter. Mit einem schönen, leicht angezerrten Sound kommt das besonders gut. Und ich habe hier in meiner Gitarre jetzt mal den mittleren Pickup gewählt. Kommt dem, finde ich, am nächsten, so ein bisschen Rolling Stones mäßig. Dann schlägst du nochmal zweimal runter, aber musst im sechsten Bund auf der D-Saite den Ringfinger runterpacken und im fünften Bund den Mittelfinger auf der H-Saite. Dann schlägst du noch einmal hoch, da hebst du die Finger wieder hoch. Kommen wir weiter, gehen wir weiter zum nächsten Akkord, in den siebten Bund, da legst du den Zeigefinger platt, machst dann hier die Variation im neunten Bund auf der D-Saite und achten Bund auf der H-Saite, dann in den zweiten Bund und dann hier die Variation vierter und dritter Bund und dann im neunten Bund. Perspektive hier 11. Bund D-Saite und 10. Bund H-Saite. So, erstmal die Akkorde nochmal sortiert. 4. Bund, 7. Bund, 2. Bund und 9. Bund. So, das Schlagmuster ist jetzt von Griff zu Griff ein bisschen unterschiedlich. Los geht das Ganze mit einem vorgezogenen Schlag. Das heißt, wir fangen ganz am Anfang mit einem Aufschlag an. Da kommt so ein Schlagzeug-Orgel-Intro. 1 und 2 und 3 und 4. Das heißt, wir fangen auf der 4 und an. 1 und 2 und 3 und 4. 1, 2 und 3. Und die anderen werden dann auch vorgezogen. Das heißt, wir starten da auch mit einem Aufschlag. 1 und 2 und 3 und 4. 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 Der ist jetzt ein besonderer Freund an dieser Stelle. Der ist nämlich noch mal ein wenig aufwendiger. Also noch mal. Da haben wir runter, hoch, runter.
ganze Ding. 1 und 2 und 3 und 4. 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 Bei der zweiten Runde, bei der Wiederholung, spielen wir den ersten dann drauf, auf der 1. Also nochmal. Runde 1. 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Dann die Überleitung rein in die Strophe ist denkbar einfach. Nur im vierten Bund greifen. 4-mal anschlagen, kurze Pause und dann 3-mal die leere E-Saite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dann geht's in die Strophe rein. Da hat die Gitarre im Prinzip Pause. Da sind viele Gitarren am Werk, Akustikgitarren, Doppelungen und so weiter und so fort. Da kannst du im Prinzip die Basisakkorde mitspielen. Da schlägst du in die Strophen, wo es immer so entspannt gesungen wird auch. 1, 2, 3, 4. Immer jeweils einen ganzen Takt an, das sind 8 Schläge. 1, 2, 3, 4. Wiederholst das Ganze. Dieser Übergang. Strophe. Dann geht es in diesen I like you part. Da kannst du ein bisschen mehr Gas geben und ein bisschen mehr noch die hohen Saiten auch erwischen. Und in dem Part kommt dann wieder der Intro. Das Intro. Zweimal und dann wieder. Beim vierten Durchlauf so runtersliden. Dann ist wieder nur Orgel und Schlagzeug und Stimme am Start und das Spiel beginnt von vorne. Du hast immer diese Steigerung von diesen normalen Akkorden, wo du wirklich keine Bewegung hast. Da erwische ich am Anfang gerne nur die A, D und G Seite. Der Part wird dann wieder unser Hauptriff gespielt. Das ist schon der Song. Er ist sehr geprägt von vielen Overdubs, wie gesagt, es gibt Akustikgitarren drin, ein sehr stark verzerrter Bass, der fast wie eine Gitarre klingt und das Ganze sehr breit und voll macht. Das Wichtige ist aber, wie gesagt, das Tuning und dass du dich daran gewöhnst, die Griffe etwas anders zu machen. Eigentlich simpler, fast die ganze Zeit nur den Zeigefinger benutzen. Viel Spaß! Lass mich wissen, wie du damit klarkommst, wie du dieses Open-G-Tuning findest, wie du mit dem Song klarkommst. Spiel ihn gerne mal zur Aufnahme mit, dann werden diese kleinen Steigerungssachen da, denke ich, klar, dass man da ein bisschen mit spielen muss, wie hart man anschlägt, wie viele Saiten man erwischt bei diesen Basic-Akkorden und um das Ganze eben langsam zu steigern, weil es sind die ganze Zeit nur diese 4 Akkorde und da muss man ein bisschen mit der Dynamik arbeiten.
Viel Spaß beim Nachspielen, Ausprobieren, wie gesagt. Für alle Anfänger da draußen, in der Videobeschreibung schauen. Ganz wichtig, da findet ihr eine super Grundlage zum Einstieg in die Gitarrenwelt, meinen kostenlosen Crashkurs. Viele, viele coole Lektionen zum Thema Gitarre lernen sind da am Start. Absolut kostenlos das Teil, ihr bekommt es per E-Mail zugeschickt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin der Hannes von Werde Musiker. Ciao!